Hallo Leute. Etwas Planänderung. Ich hatte mir vorgenommen, den Überlauf, um den es eigentlich gehen soll, wie ihr im Titel lesen könnt, mit euch einzubauen. Also live hier, sodass ihr auch zuschauen könnt. Aber dann kommt man freitags von der Arbeit und hat neue Eier im Becken. Die letzten, die hingen da hinten am Auslassrohr. Ja, jetzt wollte ich natürlich nicht wirklich viel rumfingern im Aquarium. Ich habe gestern in aller Vorsicht dann den Überlauf, den ihr da schon seht, ein bisschen, kommen wir gleich zu, habe den mit aller Vorsicht da hineinmanövriert und hat funktioniert, hat gut gegangen. Ich hätte auch gerne die Scheibe für euch geputzt, aber da ich jetzt sowieso schon viel rumgefingert habe im Becken, ich versuche mal an dem. Ich habe ja ein kleineres Licht jetzt installiert hier. Und deswegen haben wir auch nur noch in der Mitte ein bisschen Algenwuchs nach 2 Wochen oder so dann. Ich komme nicht wirklich. Also die Menge an Eiern ist diesmal besser, auch wenn schon wieder einige fehlen. Mittlerweile sortieren die beiden gut und sie bringt auch immer wieder die Eier woanders hin. Also insgesamt werden die beiden erfahrener. Ich würde mal gerne jetzt mehr Eier filmen, aber ist schwierig gerade. Werden die beiden immer erfahrener und man sagt ja, es kann lange dauern, bis sie das wirklich drauf haben. Ich gebe ihnen ihre Zeit. Die letzten Eier waren wie gesagt da hinten dran. Und dann hat sie sie an meinen Prototyp gebracht, der hier vorher hing, der Prototyp des Überlaufs. Lass uns über den Überlauf reden. Der Überlauf, vielleicht kurzes Vorwort. Ich habe eine gute Schule besucht, ich bin auch zum Gymnasium gegangen, aber nagelt mich nicht fest darauf, ich kann euch nicht wirklich physikalisch erklären, wie das Ding funktioniert. Ich kann euch sagen, was ihr machen müsst, damit es funktioniert. Aber wie auch immer, jetzt der Mechanismus dahinter ist, dass das Wasser, was hier drüber kommt, also diese beiden Rohre, die hier unten noch verbunden sind, eins endet halt offen, das andere geht hier rüber. Wenn das Wasser über den der Wasserpegel über dieses Rohr kommt, werdet ihr gleich sehen, läuft automatisch das Wasser ins Badezimmer. Bisschen unglücklich, ich weiß. Da ist ein Schlauch durch die Bude liegen. Aber immer noch besser, als dieses Wasser schleppen zu müssen in dem Kanister. Da komme ich aber nicht drum herum. Wegen muss ja beheizt sein. Kommt aus meinem Osmosetank. Irgendwann kann man die Leitung da auch wieder nutzen und dann hat man noch weniger Arbeit. Ja, sie ist sehr unentspannt. Deswegen möchte ich so wenig wie möglich eigentlich. Ist sehr gut. Alles klar. Weiß gar nicht, warum sie jetzt so unentspannt ist. Eigentlich ist er mal derjenige. Aber okay. Wasserschleppen. Ja, Wasserschleppen habe ich vorher das gemusst und dann auch noch das Wasser hier wieder wegschleppen. Wegschleppen ist jetzt zumindest Geschichte. So, wir schalten einfach mal die Pumpe an. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Licht dazu. Dann, ja, Pumpe an. Und dann gucken wir mal, ob im Badezimmer was ankommt, ohne dass ich irgendwas tun muss. Weil im Moment, nicht, ob man das richtig gut sieht, aber vielleicht mal nicht da ein bisschen. Ich will gar nicht so viel rumfingern, aber also der ist jetzt wirklich hier oben trocken, ne? Aber da ist jetzt oben kein Wasser drin. Durch dieses Ventil, was ich hier angebracht habe, man kann so Luft raussaugen, es geht aber keine Luft mehr rein, habe ich das hier luftleer gemacht. Plus hier ist ein Deckel drauf. Jetzt sind wir wieder scharf. Hier ist ein Deckel drauf.
Und dieses Rohr, was länger ist als alles andere hier, dieses hat da unten einen T, da geht dann alles ab. Okay, aber hier muss man auch ein bisschen Wasser einfüllen. Man füllt also hier ein bisschen Wasser ein, man saugt die Luft hier raus und dann hat das Ganze eine Start-Stopp-Automatik. Ich kann viel reden. Ich schalte es einfach rein. Schalten es einfach mal ein. Here we go. Wassermarsch. So. Jetzt geht es sofort über die Kante, ne? Man hört es sogar, wie es anläuft. Jetzt sieht man es auch. Man sieht auch, dass das Rohr wird gar nicht mehr wirklich voll, sehe ich gerade. So gut funktioniert das Ding jetzt. Wir gehen einfach mal kurz im Wartezimmer gucken, ob was ankommt. Ich höre es schon. Aber wir sehen natürlich auch nichts. Na, kommt es doch. Hier liegt der Prototyp noch drin, wo ich mit getestet habe. Also ich würde sagen, das ist schon mal erwiesen, dass es funktioniert. Jetzt zur Geräuschkulisse hier. Man hört wirklich nur die Pumpe von die Luftpumpe. Die kann ich mal eben ausmachen. Na. So. Jetzt ist hier sofort Wasser leer. Ich muss mal eben auffüllen. So, einmal wieder voll. Wasser läuft weiter. Und wir hören jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was hört. Also ich höre so ein ganz klein bisschen Saugen von dem Skimmerartigen hier, von dem Rohr. Und hier unten ja so ein leichtes Rauschen, so ein. Aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Also. Es ist nicht nur ein Überlauf, der automatisch ist, Start-Stopp-Automatik hat und für ein 20er Rohr relativ viel Wasser, also mehr Wasser verdrängt, als die Pumpe liefern kann. Das heißt, wenn ich irgendwann mal Osmosewasser reinlaufen lasse, direkt aus der Anlage, wenn die Temperaturen es wieder zulassen, dann ist wirklich nur noch Osmoseanlage anschalten und Osmoseanlage ausmachen. Solange der Schlauch in der Dusche liegt. Leider kann ich den irgendwo anders hinbringen. Wo das Wasser hinlaufen könnte. Ich meine, hier rüber aus dem Fenster. Ausprobieren. Aber da kann er dann auch nicht liegen bleiben. Also liegen bleiben ist halt schwierig. Für immer. Aber. Oh, jetzt ist hier schon wieder Wasser leer. Aber ihr seht immer noch gleiche Wasserlevel. Das Aquarium kann nie wieder überlaufen, wenn ihr sowas da dran habt. Und dieses Aquarium ist mindestens dreimal schon übergelaufen. Hier waren mal 60 Karpfensäuglinge. Ich mache mal eben kurz die Pumpe aus.
In diesem Becken waren mal 60 Karpfen-Säuglinge, also wirklich so, so groß wie ein Fingernagel waren die. Und ich habe sämtliche Filter auf diesem Becken gehabt. Ich habe sämtliche Sachen probiert und die Fische sind auch groß geworden und sind jetzt alle in verschiedenen Seen verteilt. Ja, wir waren Rieselfilter installiert, wir waren alles, ein Moving Bed Filter war installiert, hier war alles mögliche installiert. Mehrere Eheim-Filter liefen da mit Vorfiltern. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man so Mini-Karpfen großzieht und dann bei Zimmertemperatur, dann hat man Action. Ja, Action gibt es hier jetzt nicht mehr so viel. Ich packe euch ein Bild noch rein vom Überlauf, von allen Seiten so, dass ihr mal sehen könnt, was da aneinander gezimmert wurde. Was wurde aneinander gezimmert? Ich habe aneinander geklebt, habe ich insgesamt 2 Meter Rohr. Ich glaube, der Meter kostet im Moment, ich müsste lügen, 1,90 Euro, 2 Euro noch was, ungefähr. 6 Winkel von 90 Grad. Wobei ich sonst natürlich immer Bögen benutze bei allen anderen Leitungen, habe ich hier die Winkel nötig gehabt, damit alles so nett wie möglich einfach nur hoch und runter geht. Ne? Und so vom Aussehen her ist es wirklich gar nicht so hässlich, muss ich sagen. Vor allem nicht in der Farbe. Ne? Es gibt weitaus hässlichere Sachen, die man sich an so ein Aquarium hängen kann, als wie so ein Überlauf. Und er ist jetzt hier draußen auch gar nicht fixiert. Ich habe nur zwei Saugnäpfe dran gemacht. Einen an das Fallrohr, will ich es mal nennen, weil das Wasser reinfällt. Und das andere am Steigrohr hier, was dann über den Rand drüber geht. Also, ups. Also, um jetzt darauf zurückzukommen. Also wirklich verstehen tue ich das Ding nicht. Aber es ist geil. Und es funktioniert. Hat gestern funktioniert. Hat dann die ganze Zeit kein Wasser gefördert, bis ich jetzt gerade die Pumpe wieder angemacht habe. Und ich war siegessicher. Ich war siegessicher, dass es funktionieren würde. Und es hat funktioniert. Einwandfrei. Do-it-yourself-Überlauf. Ja, 6, wo waren wir stehen geblieben hier mit Materialliste, genau. 6 von den Winkeln, genau, 2 Meter Rohr. Ein Winkel kostet auch irgendwie, weiß ich nicht, unter 1 Euro oder knapp über 1 Euro. Ist wirklich nicht der Rede wert. Ein T-Stück, dementsprechend halt, wahrscheinlich wieder ein paar Cent teurer. Der Bogen und eine Klebemuffe, damit der Schlauch ran kann. Kann man alles in seiner Größe natürlich konfigurieren, wie man möchte. Durch ein 25er Rohr oder durch ein 30er Rohr, da kriegt ihr richtig Wasser raus. Ne? Also unterschätzt das nicht. Keine Ahnung, ob ich es empfehlen würde als Dauerlösung, so, wenn man jetzt ein Filterbecken betreibt und kein gebohrtes Aquarium hat, ob das jetzt wirklich 24-7 durchläuft, aber warum eigentlich nicht, ne? Also anstatt in die Dusche kannst du jetzt auch genauso gut hier unters Becken laufen und dann in ein Filterbecken rein oder so. Ich würde da jetzt wenig Angst haben, dass ich da böse Überraschungen erlebe. Manche sagen, wenn es halt ohne Wasser zu führen länger steht, dann kann es hier sein Prime verlieren. Heißt, da ist dann irgendwo Luft im Getriebe, da, im System da oben. Und hindert es daran, dann automatisch wieder loszulaufen. Da müsste man, glaube ich, hier wieder Luft absaugen und dann wäre die Luftbrücke beseitigt und man könnte auch wieder, der Überlauf würde funktionieren. So. Ich gucke mir aber noch an, wie der wirklich funktioniert, also wie das physikalische Prinzip dahinter ist, weil interessieren tut es mich schon. Ich finde es geil, wie gesagt. Es ist wirklich eine super Alternative zu einer Überlaufbox, die ich auch nicht schön finde, also und die auch oft sehr laut ist. Deswegen habe ich den Geräuschvergleich gerade vorhin mal eben gesucht.
Denn so eine 130 Euro Overflow-Box ist garantiert lauter als wie der Kollege hier. Okay, jetzt haben wir nicht viel Wasser da durchgeschickt. Ich weiß, wenn man wirklich Wasser da durchjagt, wie, ja, viel lauter wird es dann auch nicht, weil viel, viel, viel mehr kann so ein 20er Rohr ja auch jetzt nicht abtransportieren über die Länge an Schlauch auch noch. Aber ich habe es ja gebaut, um mit einer Osmoseanlage da oben automatisch aufzufüllen irgendwann. Und dafür ist schon fast Overkill. Wirklich gut. Ich bin beeindruckt. Ist nicht meine Erfindung. Ihr werdet es auch bestimmt schon mal gesehen haben. Viele Leute bauen sowas oder sowas ähnliches. Es gibt mehrere Varianten. Ich fand die eigentlich am einfachsten und schlichtesten. Wollte eine haben, die zuverlässig funktioniert. Materialwert müsst ihr selber ausrechnen in eurer Größe dann. Diese kostet keine 20 Euro, sag ich euch. Wenn ihr den Kleber zu Hause habt, hier Tangit, dann kostet ihr euch keine 20 Euro. Wenn ihr noch ein paar Reste rumfliegen habt von irgendwelchen Bögen oder Winkeln oder so, und ihr müsst nur ein bisschen Rohr besorgen vielleicht, dann ist es virtually umsonst für euch. So, umsonst war der Prototyp übrigens, der da in der Dusche lag. Der hat aber auch nicht ganz so gut funktioniert. Ich hatte nicht genug Schlauch, um den hier zwischen zu machen. Und deswegen war die Seite hier länger als die. Und dann hat man nur einen siphonartigen, absaugenden Ablauf, der aber auch nur funktioniert, wenn man ihn ansaugt auf der anderen Seite, auf der Endseite. Aber dann kam da auch richtig Feuer. Also der hat auch richtig Wasser rausgesaugt. Aber keine Start-Stopp-Automatik. Die funktioniert jetzt einwandfrei. Und das ist schon echt cool. Denn für jeden, der so ein Ding wirklich im Hardcore-Einsatz betreibt, heißt mit einem Filterbecken oder der darauf angewiesen ist, dass der Überlauf halt immer funktioniert und immer fehlerfrei ist. Ja, immer fehlerfrei ist wahrscheinlich nur ein Loch im Becken. Ich weiß nicht, welche komischen Umstände eintreten können, warum man irgendwas nicht funktioniert, aber mir fallen keine ein, also ich bin begeistert. Übrigens, ich versuche jetzt regelmäßiger, nicht mehr, aber regelmäßiger die Videos online zu machen. Heißt, eigentlich immer am Wochenende. Ich nehme mir für jedes Wochenende dann was vor. Dieses Mal war es der Überlauf. Ich überlege dann so, bis Dienstags, Mittwochs, Donnerstags habe ich meistens irgendwas gefunden, was doch wieder anliegt. Und sollte mal kein Video kommen, dann lag halt wirklich gar nichts an und alles war langweilig. Wollte ich auch nicht langweilen. Sei es drum, sofort geht hier auch Licht aus. Deswegen wünsche ich für diese Woche ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.